Ihr seid ja immer noch da. Ich werde mich mehr anstrengen. Ja, Licht auf dem Weg. Was haben wir festgestellt bis jetzt? Dass bestimmte Glaubenswürdigkeiten, Glaubenspunkte entdeckt wurden. Und immer wenn sie entdeckt wurden, gab es was? Verfolgung. Immer wieder. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Und trotz dieser Verfolgung kommen Menschen immer noch zu Gott. Also wer ist eigentlich, wer hat die Kontrolle? Der Böse oder Gott? Gott hat die Kontrolle. Ja, wenn es auch nicht immer so aussieht. Und diese Wahrheiten, die entdeckt wurden durch viel Trübsal und viel Blutverguss, die wurden dann alle in Amerika in verschiedenen Glaubensgemeinschaften verteilt. Und dann sollte eine Erweckung kommen. Anfangs bemühten sich die anglikanischen und puritanischen Gruppen, Kolonien zu gründen, in denen staatliche Organe versuchten, die christlichen Normen mit Staatsgewalt zu erzwingen. Das ist immer eine Tendenz. Und diese Staatsgewalt sollte gebraucht werden, genauso wie in Europa, um die Dogmen von einer Gemeinschaft als Gesetz zu erzwingen. Und nach 1698 kam so ein bisschen Erleichterung mit Wilhelm III. Von Oranien. Und es konnte so ein bisschen mehr, weniger Verfolgung stattfinden. Und dann kam eine Erweckung im Süden in 1718 in ihrem Höhepunkt, erreichte sie, und das war zum Zeitpunkt der Entstehung der Methodistenkirche. Es ist interessant, wenn wir die Zeiten betrachten. 1780, die ersten Methodisten-Missionare aus England kamen erst 1766 in Amerika an. Das ist spät. 1766. Und einen gewaltigen Einfluss hatten sie. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts bildeten die Methodisten und Baptisten beides Minderheiten in England, die Mehrheit der Protestanten in Amerika. Also plötzlich war da ein Gesamtbild, die Diskussion über den Charakter Gottes, dann auch zwischendrin die französische Revolution und der Abfall und der Atheismus und der Evolutionismus und was auch alles Ismus war, kam ja zu dieser Zeit oder danach. Aber das Problem der Gewissensfreiheit, das war ein ganz wichtiger Besprechungspunkt. Joshua 24, 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also muss man das erzwingen oder nicht? Dann die amerikanische Verfassung. James Madison, die Trennung von Kirche und Staat, sagte er, bezweckt von diesen Küsten für immer den unaufhörlichen Kampf fernzuhalten, der den Boden Europas schon seit Jahrhunderten mit Blut getränkt hat. Und da hat er recht. Also das war der vierte Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist gestorben in 1836. Ich nenne diese Daten, weil für Adventisten sind sie schon interessant, denke ich. Also gerade vor den letzten Ereignissen haben wir endgültig einen Staat, der Kirche und Staat trennt. Das ist schon was ganz Besonderes. Und in diesem Milieu konnte dann die letzte Botschaft die Menschheit erreichen. Also er war ein amerikanischer Politiker, vierter Präsident der USA, stand bekannt als der Vater der Verfassung und der Vater von The Bill of Rights. Und
Hier hatten wir jetzt endgültig ein Land, wo Freiheit des Glaubens galt. Religion und die Gründung der amerikanischen Republik, das kommt von Religion and the Founding of the American Republic, das ist ein offizielles Staatswebseite. Viele der britischen und nordamerikanischen Kolonien, aus denen sich schließlich die Vereinigten Staaten von Amerika bildeten, wurden im 17. Jahrhundert von Männern und Frauen gegründet, die sich angesichts der Verfolgung in Europa aus tiefstem Herzen geweigert hatten, ihre Glaubensüberzeugungen zu kompromittieren und aus Europa flohen. Ganz eindeutig, das war die Ursache, warum diese Glaubensgemeinschaften alle in Amerika waren. Sie unterstützten die Bestrebungen enthusiastisch, eine Stadt auf dem Hügel oder ein heiliges Experiment zu schaffen. Und waren bekannt als militante Protestanten. Es war also ein protestantisches Land. Und am Anfang wollten sie auch den Staat wieder gebrauchen, aber endgültig hat sich das durchgesetzt, weil da so viel Blut war, dass es nicht so sein sollte. Und wie waren sie denn in ihrem Denken? Die Frage hier ist, wie feierten die ersten Siedler Weihnachten? Ganz einfach, sie feierten es nicht. Die Pilgerväter, die 1620 nach Amerika kamen, waren strenge Puritaner, die feste Ansichten über religiöse Feste wie Weihnachten und Ostern hatten. Die Schrift spricht von keinem anderen Festtag als dem Sabbat, argumentierten sie. Sie hatten den verkehrten, aber das ist ja nebenbei. Und allen schon das Konzept heiliger Tage setzt voraus, dass andere Tage nicht heilig sind. Der, für den alle Tage heilig sind, kann keinen Feiertag haben, war ein gängiger puritanischer Leitsatz. Also sie verachteten Weihnachten ganz besonders und sie nannten es Fool's Time, Narrenzeit. Das ist interessant, das war ein ganz anderes Denken als hier in Europa. Ich glaube nicht, dass Gott in Europa eine Erweckung, so wie sie in Amerika stattfand, hätte zeugen können. Also bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts waren in der neuen Welt nicht nur Anhänger der größten protestantischen Kirchen angekommen, wie Lutheraner, aber es waren auch viele anderen von den Evangelikalen. Sie waren alle nach Amerika gegangen. Und dann sollte die letzte Sammlung stattfinden. Also die aus den Europa vertriebenen Pilgerväter brachten einige Grundlagen der Reformation mit, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das war die Basis, das hat der Protestantismus und die Lutheraner ihnen geschenkt, die fünf Grundlagen, sola scriptura, sola fides, sola gratia, sola Christus, sola Deus gloria, das war die Basis für den Protestantismus in den Vereinigten Staaten. Aber wie wir ja gesehen haben, das waren nicht die einzigsten. Zusätzlich zu diesen fünf waren da noch andere Punkte. Eine erneuerte Betonung der Heiligung, das kam ja durch die Methodisten, und die Bedeutung der 10 Gebote als Maßstab der Gerechtigkeit. Wiederum Wesley ganz stark in diesem Punkt. Die Bedeutung des Sabbats, die 7 Tage Baptisten, die da waren. Die Kirche als unabhängig vom Staat, eine getrennte Gemeinschaft, das waren die Congregationalists. Die Glaubenstaufe, das waren die Baptisten und die Anabaptisten. Das evangelische Abendmahl mit vorheriger Fußwaschung, da waren einige Gruppen in den protestantischen Gruppen, die das auch wieder eingeführt hatten. Und die Weigerung auf Befehl des Staates zum Schwert zu greifen, das hatte Jan Hut schon gesagt. Also diese Gedanken waren auch in diesem Topf in Amerika. Und es gibt ja Leute, die behaupten, dass die Adventisten glauben, die hätten alle diese Lehren entdeckt. Nein, die waren alle schon da. Und die waren alle mit Blut gekauft.
Ich komme immer wieder in Berührung mit Menschen, die sagen, ja, ihr Adventisten, ihr denkt immer, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ihr denkt immer, ihr seid besser wie all die anderen. Nein, wir sind nicht besser. Wir haben nur das Beste geerbt. Das ist ein Unterschied. Nummer 7, Glaube an den Schlaf der Toten und eine körperliche Auferstehung. Da waren etliche Gruppen. Und dann möchte man natürlich die Protestanten von Europa erinnern, dass Martin Luther das schon geglaubt hat, dass Tyndall das schon geglaubt hat und so weiter und so fort. Der wiedererwachende Interesse in biblische Prophetie, die war verloren gegangen. Erwartung des zweiten Kommens Christi vor dem Millennium, das hatte Jan Hut schon gesagt, das hatten die Waldenser schon gesagt, immer ging es wieder verloren. Und hier in diesem Topf der Gedanken konnten diese Gedanken wieder eine Erweckung erleben. In einer Geschichte der amerikanischen Christenheit steht geschrieben, Bacon schreibt, die Jahre des ausgehenden 18. Jahrhunderts zeigten einen absoluten geistlichen Tiefstand in der Geschichte der amerikanischen Kirchen an. Ich glaube, wir sind wieder bei so einem Tiefstand, oder? Wenn wir sehen, was für Gesetze daraus kommen, dass ein menschliches Leben für nichts taucht, welche Moralität jetzt zu Gesetz wird, da hat man direkt Angst, dass einige von diesen Dingen vielleicht Zwang werden. Die Demoralisierung der Militärzeit, die Wut der politischen Fraktionen, zu kräftige materialistische Moralität von Franklin, der Deismus von Männern wie Jefferson und so weiter. Thomas Paine, ganz schlimmer okkulter Denker, der auch seine Unterschrift in der Verfassung drin hat. Wir haben einen Gradmesser für den allgegenwärtigen Verfall der öffentlichen Moral. Also gerade zu dieser Zeit war da so ein moralischer Verfall. Timothy Dwight, einer der Rektors von Yale, schreibt, bevor er kam, oder einer der Studenten schreibt über Yale, bevor der neue Rektor kam, war das College in einem äußerst gottlosen Zustand. Die Kirche des College war fast ausgestorben. Die meisten Studenten waren Skeptiker und sie hatten natürlich die Unmoral der Zeit angenommen. Die meisten in der Klasse über mir waren Ungläubige, die sich gegenseitig Voltaire und Rousseau und D'Alembert oder so nannten. Also die französische Revolution mit ihrem atheistischen Geist und Göttin der Wahrheit hatte schon ihre Rolle gespielt. Und gerade zu dieser Zeit kam Timothy Dwight und wurde der Rektor von Yale. Und er veränderte es in einen kleinen Tempel. Und zu dieser Zeit, 1821, die Daten müsst ihr gut ansehen, wurde der Congregationalist Charles G. Finney der Vater der modernen Erweckungsbewegung. Also Finney fing an, um eine Erweckung in Amerika herbeizubringen. So sah er aus. Und was war er? Er war eigentlich Presbyterianer. Und das heißt, er war Calvinist. Denn die Presbyterianer sind Calvinisten. Aber Methodismus hatte seinen Einfluss auf ihn. Und so lehnte er diese Lehre von der Auserwählung ab. Er war ein Gegner der presbyterianischen Theologie alter Schule. Er war auch ein Meister der Freimaurerei. Und die Freimaurerei hat er abgelehnt aufgrund seines Glaubens. Und er wurde der Vater der Erweckung. Und obwohl er einen calvinistischen Hintergrund hatte, lehnte er die Lehrsätze des Calvinismus alter Schule ab. Aber er hatte noch eine andere Eigenschaft. Unter John Randall und Durham, New Hampshire, trennten sich die Free Will Baptisten von den calvinistischen Baptisten zu der Zeit.
Also das Denken von Wesley und den Methodisten beeinflusste die Baptisten. Sie trennten sich dann in diese beiden Gruppen, die Free Will Baptist und die anderen. Schließlich verschmolzen sie in der Christian Connection, deren Wunsch, ihren Glauben nur auf Bibel zu stellen, sie dazu brachte, die biblische Lehre des schlafenden Toten anzunehmen. Ist das nicht interessant? Gerade zu dieser Zeit, mit diesem Denken in Amerika, trennen sich die Baptisten in diese Gruppen und sie entdecken den Schlaf der Toten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn die anderen, die hatten ja immer noch eine Hölle und einen Himmel. Und jede protestantische Gemeinschaft hatte dieses Konzept. Und der Charakter Gottes litt immer noch unter dieser Fehllehre. Und hier entdecken sie in der Bibel die Geschichte, die schon von Luther geglaubt wurde und von Tyndall geglaubt wurde. Wenn man stirbt, dann schläft man. Und dann ist da eine Auferweckung. Und dann, wenn das endgültige Urteil kommt, ein ewiger Schlaf. Der zweite Tod. Auch hatte Methodisten eine Abstinenzbewegung herbeigebracht. So alles war bereit für die letzte Bewegung. Im März 1835 sagte Charles Finney vor einer Versammlung, wenn die Kirche ihre Pflicht vollständig erfüllt, kann das Millennium in diesem Land vielleicht schon in 3 Jahren anbrechen. Sie waren also Millennialisten. Das heißt, sie glaubten noch immer, dass Christus hier regieren würde auf Erden. Und darauf hatten sie sich vorbereitet. Also sie hatten noch diese Lehre. Und dann gleichzeitig kam ein anderer mit einer Gegenlehre. Und diese beiden Gedanken wurden dann unter dem amerikanischen Volk in dieser Erweckung verteilt. Also die letzte Reformation muss ähnlich geartet sein. Die Botschaft des Elia war ein Aufruf zur Buße, zur Nachfolge Gottes mit ganzem Herzen und zum Halten seiner Gebote. Also das muss wieder passieren. Prämillennialismus und die Adventbewegung entstanden im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es war eine länderübergreifende Bewegung und sie kam zur Zeit eines geistlichen Tiefpunkts der Menschheit. Also gerade zu dieser Zeit, wo diese Erweckung danach kam, gingen die beiden Richtungen in die Welt hinein. Der Millennialismus und dann der Prämillennialismus. Und der Prämillennialismus, der wurde durch die Miller-Bewegung zustande gebracht. So. Wir hatten Charles Finney an der einen Seite und wir hatten Miller an der anderen Seite. Hier sind die Zeltversammlungen der Milleriten. Und wenn man denkt daran, dass dieser Mann alleine fast das ganze Volk erreichte, es waren ja nur 17 Millionen, er hat persönlich gesprochen zu mehr wie 2 Millionen Menschen. Also das ist schon eine Aufgabe, die er da hatte. Einer der prominentesten Prediger war natürlich William Miller. Und er war ein unwahrscheinlicher Kandidat. Denn er hatte deistische Vorstellungen. Gott ist da, aber Gott kümmert sich nicht um diese Erde. Er hat mit uns nichts zu tun. Das ist Deismus. Und das war natürlich einer der Gedanken nach der Französischen Revolution. Für die, die noch an Gott glauben wollten und nicht ganz atheistisch werden sollten. Dann war er Freimaurer, genau wie Charles Finney. Und er war auch Baptist. Und genau wie Finney, als er die Bibel anfing zu studieren, hat er entdeckt, dass er kein Freimaurer sein konnte. Und so hier ist sein Brief, wo er seinen Austritt aus der Freimaurerei ankündigt und sagt, es ist nicht in Übereinstimmung mit dem Geist Gottes. Sehr interessant. Wenn man redet über Adventismus, dann sagen die Leute immer, ja, Freimaurerei, Ursprung. Ja, wenn man redet über Protestantismus, dann kann man ja sagen, katholischer Ursprung, oder?
Martin Luther war ein Katholik. Ich war auch einer. Er schrieb, während ich so die Heilige Schrift studierte, wuchs in mir eine Überzeugung. Wenn die Erfüllungen der Prophezeiungen in der Vergangenheit ein Anhaltspunkt sind, wie man die Art und Weise der Erfüllung der zukünftigen beurteilen muss, dann werden die gängigen Absichten über eine geistliche Herrschaft Christi, eine Zeit des Millenniums vor dem Ende der Welt und die Rückkehr der Juden nicht vom Gotteswort gestützt. Denn ich fand heraus, dass alle Schriftstellen, auf denen sich diese Lieblingstheorien gründen, sich entweder buchstäblich beim ersten Kommen Jesu erfüllt haben oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Ich fand es von der Schrift deutlich gelehrt, dass Jesus Christus wieder zu dieser Erde zurückkehren wird, in den Wolken des Himmels kommen, mit aller Herrlichkeit seines Vaters. Das bedeutet, bei seinem Kommen wird ihm und den Heiligen des Allerhöchsten das Königreich und Herrschaft über alles unter dem Himmel gegeben. Sie werden es für immer und ewig besitzen. Also das hat er entdeckt. Finney predigt eine andere Botschaft. Er predigt diese Botschaft. Außerdem werden bei seinem Kommen die Körper der gerechten Toten auferweckt. Und die lebenden Gerechten werden von Verweslichen zum Unverweslichen verwandelt, von einem sterblichen Zustand zu einem unsterblichen. Und sie werden miteinander entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen und mit ihm für immer auf der neu erschaffenen Erde herrschen. In der Bibel sehe ich nur ein Millennium gelehrt, das zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung der übrigen Toten liegt. Wie im 20. Kapitel der Offenbarung. Das bedeutet, dass bis zu Christi kommen und dem Ende der Welt die Gerechten und Bösen weiterhin zusammen auf der Erde leben. Genau so steht es in der Bibel. Dann hat er erkannt, dass das Horn des Papsttums wird Krieg gegen die Heiligen führen, bis zur Erscheinung Christi und seinem Königreich. Daraus muss notwendigerweise folgen, dass sich die verschiedenen Schriftstellen, die sich auf das Millennium beziehen, nach der Auferstehung aller Heiligen, die in Jesus schlafen, erfüllen müssen. Ich fand auch heraus, dass die Verheißungen bezüglich einer Wiederherstellung Israels vom Apostel auf alle angewendet werden, die zu Christus gehören. Und wenn sie Christus annehmen, macht es sie zu Abrahams Samen und Erben nach der Verheißung. Also, das war protestantische Lehre. Er hat einfach die protestantische Lehre wieder entdeckt. Auch die Art und Weise, wie er studiert hat, Tag für ein Jahr, das hatten die Protestanten schon gemacht, das hatten die Lutheraner schon gemacht. Er machte seine Ansichten nicht gleich bekannt, aber dann im Mai 1832 schrieb er seinen ersten Artikel. Und 1833 erschienen seine ersten Flugschriften und der Zustand in Europa blieb der gleiche, nur in Amerika konnte so etwas passieren. Der Tag-Jahr-Prinzip auf der Prophezeiung von Daniel kam er zu dem Schluss, dass die 2300 Tage in 1843 und später umgerechnet in 1844 erscheinen werde. Und er fing an zu predigen, dass die Wiederkunft Christi nah war und zu erwarten war in diesem Jahr am Ende der 2300 Tage Prophezie. Ein anderer Prediger, Samuel S. Snow, hob später den jüdischen siebten Monat im Herbst Tischrit hervor, und somit kam das Datum von 1844, und zwar der Oktober. Charles Finney kommentiert, William McLachlan wurde der Champion des Millenniums predigen und William Millen der Champion von Prämillennianismus. Jesus Christus kommt vor dem Millennium. Also diese beiden Ansichten gingen in die Welt.
Welche, glaubt ihr, hat die Mehrheit angenommen? Finney oder Miller? Finney, genau. Und darum haben wir ja noch einen Vortrag hiernach, wo wir sehen, wo steht die Welt im Rahmen der Vorhersagungen oder der Erweckung von Finney. Wenn die Milleriten nicht so überzeugt gewesen wären, das ist ein Zitat von Emerson, die genaue Zeit von Christi persönlicher Rückkehr entdeckt zu haben, wäre es vielleicht trotz der immer weiter ansteigenden Kontroverse möglich gewesen, dass sie in den verschiedenen Kirchen zerstreut geblieben wären. Denn Miller hat gelehrt, jeder soll in der Gemeinde, in der er sich befindet, bleiben. Keine neue Gemeinde gründen, keine neue Gemeinde gründen. Das ganze Christentum als Ganzes muss vorangehen. Aber leider, das hat noch nie geklappt in 2000 Jahren. Und das sollte jetzt auch nicht wieder klappen. Das führte zu der großen adventistischen Erweckung. Und die Prediger, die sich daran beteiligt haben, die großen Namen waren Josiah Litch. Und was war er? Es ist interessant, dass wir sehen, was er war. Er war Methodist. Josiah Litch war Methodist. Und dann war das Charles Fitch, ein ehemaliger Pastor von den Congregationalists. Das heißt, Trennung von Kirche und Staat. Der wurde ein Befürworter dieser Theologie. Himes war Pastor der Second Christian Church of Boston, der sich Miller ebenfalls anschloss und schließlich in den vielen Städten und großen Menschenmengen predigte. Gut. Also sie erreichten 1 Million Menschen vor 1844 in ihren Zeltversammlungen. Also Josiah Litch, methodistischer episkopale Kirche, Joshua Himes, veröffentlicht er die erste Zeitschrift der Milleriten, und Charles Fitch, das war der Lieblingsprediger, ein ehemaliger Pastor der Congregationalisten. Jetzt interessant, in einer Studie über 174 Prediger und Redner der Milleriten fand A.N. Dick heraus, dass 44,3% von ihnen waren Methodisten. 27% waren Baptisten. 9% waren Kongregationalisten. 8% waren Christian Connection. 7% waren Presbyterianer, wobei weniger als 5% aus den anglikanischen, lutheranischen und reformierten Kirchen kamen. Es konnte also nur in Amerika passieren, wo diese Theologie schon gegenwärtig war in der Vorarbeit. Aber das ist schon spannend. Das hätte nicht passieren können in Europa. Also jeder dieser hingebenden evangelikalen Christen der Miller-Bewegung brachte seine besondere biblische Einsicht in die Bewegung hinein. Und so wuchs diese Bewegung. Als die Bewegung sich ausbreitete, wurden diese Wahrheiten hinzugefügt und bestärkt, sodass sich der Kern von Gottes ökumenischer Wahrheitsbewegung zu bilden begann. Es war also nicht irgendeine Person, die hier beteiligt war. Es waren diese Glaubensgemeinschaften mit dem ganzen Denktank von Ansichten. Außerdem glaubten sie, dass 1844 die Erfüllung der längsten Zeitprophetie in der Bibel war, wie wir ja wissen. Sie sahen eine Verbindung zwischen dem Beginn des himmlischen Gerichts und der Verkündigung der Botschaft der drei Engel in der Offenbarung, lange vor dem da ein Adventist war. Das ist sehr interessant. Also die große adventistische Bewegung, Konflikte zwischen den Milleriten und den etablierten Denominationen finden dann an. Und immer mehr Druck auf diejenigen, die diese Ansichten haben. Und endgültig wurden einige ausgeschlossen aus ihren Gemeinden, aus den Methodisten.
aus den Congregationalisten. Sie wurden ausgeschlossen. Viele Adventisten fragen sich, ob sie ihre Denomination verlassen sollte. Aber eine Bekanntmachung in Signs of the Times ermutigte sie, an Ort und Stelle zu bleiben. Bleibt in euren Gemeinden. Aber es wurde immer schwieriger. Denn die Welt wollte nicht mitmachen. Und endgültig kam Charles Fitch als erster, der Lieblingsprediger. Und er kam mit einer Botschaft von Offenbarung 18. Und er fing an zu predigen und sagte, dass Babylon als Gesamt die christliche Welt ist, die die baldige Wiederkunft nicht angenommen hatte. Und Fitch Ruf nach einer Trennung wurde von den meisten führenden Milleriten als kühl aufgenommen. Also Fitch war der Erste, der gesagt hat, wir müssen raus aus den Gemeinden, die nehmen das nicht an. Die nehmen diese Wahrheiten nicht an. Die anderen wollten nicht. Aber dann wurde selbst Miller ausgeschlossen aus seiner baptistischen Gemeinschaft und er war sehr traurig darüber. Er wollte sie alle dabei haben, aber es hat nicht geklappt. Also diese Beleidigungen nahmen an Menge und Intensität mit jedem Datum zu. Sie wurden verhöhnt, es waren Zeitungsberichte über die Milleriten, wo sie sich lächerlich machten, Cartoons, wo sie auch lächerlich gemacht wurden. Und die Führer der Milleriten waren zu beschäftigt, die Wahrheit bekannt zu machen, als dass sie sich verteidigt hätten. Also der Kampf und der Gegenwind kam wieder. Und dann bei einem ihrer Besprechungen war eine Frau gegenwärtig, ein Prediger mit dem Namen Frederick Wheeler, der gab eine Ansprache über die 10 Gebote. Und gegenwärtig war Rachel Oaks eine Siebenten-Tags-Baptistin. Und sie ging zu ihm hin und sagt, du redest über alle Gebote? Na dann, wieso hältst du nicht all die Gebote? Was ist los? Wenn er das 4. Gebot dabei übersah, das doch ausdrücklich erklärte, der 7. Tag ist der Tag des Herrn deines Gottes. Nach einem sorgfältigen Studium nahm Wheeler die Sabbatbotschaft an und im März 1844 selbst den Sabbat an. Er fing an, den Sabbat zu halten. Und dann ein Artikel über dieses Thema von Prebo interessierte einen anderen und der nämlich war Joseph Bates, der Kapitän, Seekapitän. Und der Artikel hieß The Seventh Day Sabbath, the Perpetual Sign, der 7. Tag Sabbat, ein ewiges Zeichen. Und er sah es als ein sichtbares Zeugnis gegen die antichristliche Macht, die danach getrachtete, die Zeiten und Gesetz zu ändern. Also das war Joseph Bates, also der Antichrist, die Sicht der Protestanten über den Antichrist, Gesetz, Sabbat, Zeichen, Mahlzeichen des Tieres, diese Ideen entstanden rund um diese Zeit. Also, was kam dazu? Die Heiligtumslehre musste noch entdeckt werden. Also nach der großen Enttäuschung im September 1848 waren ein paar Versammlungen und die 5 Säulen des Adventismus wurden errichtet. Jetzt müsst ihr wissen, da waren über 170 Pastoren und Prediger von all diesen Gemeinschaften, die am Anfang dabei beteiligt wurden. Die Heiligtumslehre wurde dazugefügt, die Lehre über die 2. Wiederkunft, der Sabbat wurde bestätigt, der Zustand der Toten und dann noch eine Geist der Weissagung, werden wir noch drüber reden. Und natürlich eine Gesundheitsbotschaft. Jetzt hier ist ein Webblatt, nicht adventistisch, das bespricht, wie die Glaubenspunkte der 7. Tags-Adventisten sich von anderen protestantischen Christen unterscheiden. Und ich denke, sie tun ein gutes Werk hier. 7-Tags-Adventisten folgt den meisten Glaubenspunkten der gängigen konservativen Christenheit, einschließlich einer 6-Tage-Schöpfung,
Sündenfall, Jungfraugeburt, Jesu Christi und der Existenz Satan, um nur ein paar abzuzählen. Aber es gibt eine Reihe Punkte, wo sie sich von den Protestanten trennen. Nummer 1, Theorien Ellen Whites. Ellen White hat gemäß der Kirche der SDA die Gabe der Prophetie erhalten, wie sie in Epheser 4, 1 Korinther 12 dargelegt ist. Die Kirche der SDA sieht das Schrifttum von Ellen White als eine andauernde und autoritative Quelle der Wahrheit. Okay? Was sagen sie noch? Auferstehung. Sie glauben, dass wenn ein Mensch stirbt, er ohne Bewusstsein bleibt, bis er wieder aufersteht. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das Gott nur jenen gibt, die das stellvertretende Opfer Christi angenommen haben. Das haben sie ja nicht entdeckt, das haben andere entdeckt. Vor Untersuchungsgericht, das ist ein heißes Thema. Und James White war derjenige, der dieses Thema dann auch identifizierte. SDA glauben an Erlösung durch Gnade allein. Gute Werke werden als Beweis dieses Glaubens gesehen. Das Voruntersuchungsgericht, das vor der Wiederkunft Jesu im Himmel stattfindet, offenbart den himmlischen Wesen, wer von den Toten in Jesus schläft und Anteil an der ersten Auferstehung haben wird. Und dieser Punkt hat natürlich sehr viel Kritik in der Welt. Aber eigentlich ist er doch logisch. Wenn Jesus wiederkommt, bringt er seinen was mit sich? Seinen Lohn. Und wer wird getrennt, wenn Jesus wiederkommt? Naja, die schlechten Fische von den guten Fischen, Weizen von der Spreu werden getrennt. Also er muss doch wissen, wer ist ein guter Fisch und wer ist nicht ein guter Fisch. Wer gehört zum Weizen und wer gehört nicht dazu? Also muss da doch eine Untersuchung sein im Himmel, vor dem er wiederkommt. Das ist eigentlich ganz logisch. Warum sie sich so aufregen über den Punkt, weiß ich auch nicht. Die Wiederkunft. Sie glauben an die Wiederkunft Christi. Eine buchstäbliche Wiederkunft. Ist das nicht, was Jesus sagt in seiner Bibel? Glaubet an mich. In meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten, und wenn ich wiederkomme, Lebensstil, das haben die Methodisten schon gepredigt, die Adventisten haben es nur ausgebreitet. Und was unterscheidet die übrigen von jeder anderen religiösen Bewegung? Was sind die Merkmale? Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet. Sie haben also all diese Wahrheiten in sich hineingezogen. Um das bete ich, sagt es in Philipper 1, Vers 9, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Thessaloniker 4, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. Noch mehr zunehmt, das ist eine allgemeine biblische Voraussicht. Also die früheren Methodisten Hiram Edson und einige seiner adventistischen Gefährten rund um das Datum 1844 waren natürlich Teil dieser Gruppe, die eine Riesenenttäuschung hatten, als Jesus Christus also nicht zu diesem Datum kam. Und sie glaubten natürlich, dass er kommen würde und die Erde reinigen würde. Hiram Edson war auf seiner Farm mit dieser riesigen Enttäuschung und lief da auf seinem Land. Und plötzlich verstand er. Es war wie ein Licht, das aufging. Und er entdeckte, dass das Heiligtum nicht die Erde ist, sondern dass da ein himmlisches Heiligtum ist. Und er war so begeistert, er ging zurück zu seiner Bibel und entdeckte in dem Hebräerbrief, dass da ein hoher Priester ist, der in das Heilige eingegangen war. Und wo hat er dann seinen Dienst begonnen? Jetzt dieser Punkt führt zu so viel Streitfragen. Warum, weiß ich nicht. Wie viel von der Bibel von
Alten Testament, sagen wir mal von den ersten 5 Bücher Mose, wie viel davon geht über das Heiligtum? Das meiste. Es geht ständig um das Heiligtum. Ja. Also, wenn die Bibel so viel zu sagen hat über das Heiligtum, wieso im Neuen Testament kein Ton? Ist das Heiligtum jetzt eigentlich etwas von der Vergangenheit oder ist da eine Lehre in dem Heiligtum? Keine Gemeinschaft, ob es jetzt die Lutheraner waren, ob es die Methodisten waren, ob es die Baptisten waren, keine von denen hatten dieses Thema des Heiligtums angefasst. Und worum ging es denn in dem Heiligtum? Wieso ist das so ein wichtiger Teil des Alten Testamentes? Weil es war das Schlachtopfersystem mit allem, was dazugehört. Und wohin weist das? Natürlich auf Jesus Christus. Er ist ja das Paschalamm. Und wenn man dann studiert in diesem Heiligtum, wie das abläuft, dann versteht man den Erlösungsplan, denn das ist das Modell für den Erlösungsplan. Und die Kirchengemeinschaft, die das Heiligtum entdeckt, hat einen Grundplan der Erlösung, der unrüttelbar im Wort Gottes steht. Keine der anderen hatte das. Ich kann mich entsinnen, als ich diese Wahrheit entdeckte, ich war begeistert über die Typologie. Und davon, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Und ich war in einem Gespräch mit einem Prediger von einer evangelikalen Kirche, mit seiner Frau und meine Frau und ich und er und ich und seine Frau waren im Gespräch und ich war begeistert von der Heiligtumslehre und fing an, diese Heiligtumslehre zu erläutern, einfach weil es mich interessierte. Was glaubt ihr, ist passiert? Er war auch begeistert, nicht wahr? Nein, er war plötzlich wütend, fing mich anzuschreien. Ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann sagt er, du willst mich erniedrigen vor meiner Frau, weil ich das nicht weiß. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich war nur begeistert. Aber das zeigt einem mal, wie verstockt die Glaubensgemeinschaften sind, dass wenn diese plötzliche Wahrheit entdeckt wird, dann verkapseln sie sich, denn sie hatten es ja nicht entdeckt. Und das ist ja das Problem. Also jeder Glaubenspunkt in der Adventgeschichte hat einen Vorläufer in den anderen Gemeinschaften. Aber dieser Glaubenspunkt ist eigen am Adventismus. Nicht erst Müller hatte ihn. Also hier ist die Hiram Edson Farm und da steht, das ist the birthplace of the Seventh-day Adventist Church. Hier fing die Kirche, hier fand sie ihre erste Existenz. Vorher war da keine Adventistenkirche. Das waren nur die Milleriten, die gepredigt hatten. Und in dieser Scheune, da haben sie das Bibelstudium gemacht, diese buchstäbliche Scheune da. Und da haben sie studiert und festgestellt, dass Jesus Christus an diesem Datum, an dem Ende der 2300 Abende und Morgende, in das Allerheiligste reinging. Jetzt gibt's Leute, die sagen, nein, Jesus ist nicht ins Allerheiligste. Er ist nicht dann ins Allerheiligste, sondern bei seiner Auferstehung ist er ins Allerheiligste. Und da hatten wir ja auch viele Kämpfe in unseren eigenen Reihen über dieses Thema. Naja, wann ist er dann ins Allerheiligste? Die Bibel gibt kein Datum, von wann er was getan hat, aber wir haben eine Typologie. Da war ein Dienst im Heiligen, der war jährlich, und da war ein Dienst im Allerheiligsten. Und
Wann ist er dann ins Heilige gegangen? Ja, sagen sie, wenn er ins Allerheiligste gegangen ist bei seiner Auferstehung, dann war er im Heiligen, vor dem er zur Erde kam. Entschuldige, die Bibel sagt, ohne Blut ist er nicht eingegangen. Und er ist nicht reingegangen mit dem Blut von Schafen und Böcken, sondern mit welchem Blut? Mit seinem eigenen Blut. Also wenn er mit seinem eigenen Blut seinen Dienst anfing, wo muss er nach der Typologie anfangen? Im Heiligen oder im Allerheiligen? Im Heiligen. Gut. Also wenn er dann anfing im Heiligen, wann ist er dann ins Allerheiligste? Da ist nur ein Vers in der Bibel. Reinigung des Heiligtums. Und das ist am Ende der 2300 Tage und Nächte. Und das hat Hiram Edson wie ein Blitzschlag entdeckt. Und dann 1846 kam Joseph Bates, der den Sabbat entdeckt hatte, und er ging zu diesen Leuten hin und sagte, jetzt was von dieser Wahrheit? Und dann fingen sie an, diese zu diskutieren. Also er besucht, um gemeinsame Anliegen zu besprechen und seine Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des Sabbats zu lenken. Und Hiram sagt, das ist Licht und Wahrheit. Der siebte Tag ist der Sabbat und auch ich werde ihn mit dir halten. Also hier fangen die Fundamente des Adventismus an. Und Fromm schreibt, der springende Punkt war die Verbindung zwischen der Sabbatsbotschaft und der Heiligtumsbotschaft. Und Joseph Bates hatte noch einen anderen wichtigen Beitrag zum Glauben der sabbathaltenden Adventisten zu leisten. Er war früher ein Prediger der Christian Connection gewesen, die neben anderen grundlegenden biblischen Lehren auch den Schlaf der Toten bewahrt hatte. Also hier kamen diese Glaubenspunkte zusammen und nur in Amerika waren sie gegenwärtig. Also die Heiligtumslehre, der Erlösungsplan, wo das Tor, der Eingang, Jesus sagt, er ist das Tor, der Altar des Brandopfers, das ist das Symbol des Kreuzes, die Reinigung, das Waschen durch das Wasser, dann das Heilige und dann das Allerheiligste. Und natürlich, das ist ein Schatten des Kreuzes. Es ist der Erlösungsplan. Und wenn wir den studieren, dann werden wir sehen, dass alle Facetten da drin sind. Wenn du reinkommst in das Heiligtum, durch das Tor, durch Jesus Christus, dann bist du umringt durch das weiße Tuch, die Gerechtigkeit Christi, die Rechtfertigungslehre. Bist konfrontiert mit dem Kreuz, das Lamm, das geschlachtet ist für meine Sünden. Und das Lamm wurde verbunden mit diesem Altar. Und wir sind verbunden in Christus in diesem Erlösungswerk. Dann die Reinigung durch Wasser, die Taufe. Und dann in das Heilige, Jesus das Licht der Welt, Jesus das Brot der Welt. Dieses Brot müssen wir täglich essen. Diesen Charakter müssen wir internalisieren, das ist die Heiligung. Und wenn die nicht teilhaftig ist, dann haben wir ein Problem. Aber wir haben eine gefallene Natur. Und darum dieser Räucheraltar, Jesus, unser Mittler, der für uns eintritt im Heiligtum des Himmels. Und dann das Allerheiligste, wo die 10 Gebote waren. Die 10 Gebote gelten, die 10 Gebote verurteilen mich zu Tode, aber obendrauf ein Gnadenstuhl aus solidem Gold. Gnadenstuhl. Propitiation, ein Sühnenopfer, dieser Gnadenstuhl, der mich schützt vor dem Fluch des Gesetzes, dem Tod. Was für eine Lehre hier im Heiligtum. Der ganze Erlösungsplan erläutert. Mit jeder Abteilung. Was haben die anderen gemacht, als sie diesen Plan nicht hatten? Sie haben entweder das eine groß gemacht und das andere weniger wichtig gemacht.
Rechtfertigung gegenüber Heiligung. Sie haben das Gesetz vielleicht abgeschafft oder irgendwo etwas rausgelassen, aber hier ist der volle Plan. Und das muss in der letzten Zeit geschehen. Da auch James White V. Bates vorher Prediger der Christian Connection war und Ellen Harmon auch früher geglaubt hatte, derweil sie noch Methodistin war, dass die Toten schlafen, wurde diese Lehre natürlich eine wichtige Lehre. In A Word to the Little Frog bezog er sich auf den sterblichen Zustand des wartenden Volkes Gottes. Und diese Lehre wurde Teil der Adventisten. Und dann kam es natürlich zu dem Zeugnis Jesu. Und das ist ein Punkt, wo die Adventisten sich bis heute noch immer schämen. Weil das ist so ein bisschen anders als die anderen. Dass da ein Geist der Weissagung sein muss in der letzten Gemeinde, ist für viele problematisch. Sie erkannten, dass dies tatsächlich auf die bemerkenswerte Weise in der Erfahrung von Ellen White offenbar wurde. Hat sie die Glaubenslehren der Adventisten hereingebracht in die Gemeinde? Nein. Wer hat das getan? Gott. Durch wen? Durch all die Glaubensgemeinschaften, die in diesem Bund zusammenkamen. Sie wollten in den Gemeinden bleiben. Sie wollten sich nicht trennen. Was kam? Verfolgung, Verhöhnung. Was haben sie gemacht? Sie haben sich getrennt. Da war eine Enttäuschung. Was haben sie entdeckt? Eine Glaubenslehre, die jeder verpasst hatte. Eine Glaubenslehre. Und das war die Heiligtumslehre. Kam alles zusammen. Eine Gesundheitsbotschaft wurde erweitert. Hatten sie sie entdeckt? Nein, wer hatte sie entdeckt? Die Methodisten. Also Gott hat sein Volk in jeder Glaubensgemeinschaft. Aber hier am Ende hat er sie alle beisammen. Jetzt, wie sollte diese letzte Gemeinschaft eine Mauer rund um sich haben, damit sie nicht auch die gleichen Fehler wieder machen wie all die anderen? Und da hat Gott ein Versprechen in sein Wort reingelegt und sagte, die letzte Gemeinschaft wird ein Zeugnis Jesu haben, den Geist der Weissagung. Also das war die erste von vielen Offenbarungen der Gabe der Führung. Sie hatte Visionen. Und diese Visionen bestätigten eine Glaubensansicht oder erweiterte eine Glaubensansicht. Und was war der Zweck dieser Zeugnisse? Und es steht ja ganz eindeutig in der Bibel. Sie werden den Geist der Weissagung haben. Und wenn die letzte Gemeinde nicht den Geist der Weissagung hat, dann ist es nicht die letzte Gemeinschaft. Dann such eine andere. Ich empfehle dir, das Wort Gottes als die Richtschnur deines Glaubens und Handels. Also das ist jetzt Ellen White selber. Das Wort Gottes ist die Richtschnur des Glaubens und des Handels. Da ist keine andere Richtschnur, die Bibel. Wir haben keine Richtlinien außer der Bibel. Durch dieses Wort sollen wir gerichtet werden. Gott hat in diesem Wort versprochen, in den letzten Tagen Visionen zu geben. Nicht als eine neue Richtschnur des Glaubens, sondern zum Trost seines Volkes, um jene zu korrigieren, die von der biblischen Wahrheit abirren. So verfuhr Gott mit Petrus, als er ihn zu den Heiden schicken wollte. Also am Anfang in der ersten Gemeinde, wo die ganze Wahrheit gegenwärtig war, hat Gott den Geist der Weissagung gebraucht, ja oder nein? Absolut. Petrus hatte Visionen, Paulus hatte Visionen, da waren andere, die Töchter Philipp hatten Visionen. Gott hat ihnen geholfen, um bei der Wahrheit zu bleiben. Die letzte Gemeinde soll das auch haben.
Stolz, Eigenliebe, Selbstsucht, Hass, Neid, Eifersucht haben die Wahrnehmungskraft verdunkelt. Und die Wahrheit, welche euch weise zur Erlösung machen kann, hat ihre Kraft verloren, den Verstand zu entzücken und zu lenken. Die grundlegendsten Prinzipien der Frömmigkeit werden nicht verstanden, weil es keinen Hunger und Durst nach biblischer Erkenntnis, nach Reinheit des Herzens und Heiligkeit im Leben gibt. Die Zeugnisse sollten das Wort Gottes nicht klein machen, sondern es erhöhen und es für den Verstand anziehend machen, damit sich die wunderschöne, einfache Klarheit der Wahrheit doch bei allen einprägt. So die Glaubenspunkte, die durch Blut erkauft wurden, die waren alle gegenwärtig. Die Heiligtumslehre kam dazu. Und dann dieser Stein des Anstoßes, Geist der Weissagung. Jene, die die Zeugnisse als Botschaft Gottes annehmen, werden durch sie Hilfe und Segen erfahren. Ich will nicht zu viel darüber reden. Ich habe einen Vortrag gegeben, Deborah, eine Prophetie für unsere Zeit. Man könnte das sich ansehen. Aber Männer wie Andreas Karlstadt und Hans Huth, damals schon, zur Zeit Martin Luthers, hatten erkannt, dass diese Gabe eigentlich zur Gemeinde gehört und dass sie wieder entstehen würde. Also es ist nicht ein neuer Gedanke, der kommt von lange her. Einer der ersten, der die Ansicht der Milleriten korrigierte, dass die Herrschaft Christi während der 1000 Jahre auf der Erde stattfinden würde, war George Holt. Was hat er geschrieben? Das ist interessant. Er schrieb, wenn Jesus zu Beginn der 1000 Jahre in den Wolken des Himmels kommt, schrieb er im März 1852, kommen nicht alle Heiligen mit ihm, denn dieser Vers wurde so interpretiert, dass die Toten mit Jesus kommen. Er sagte, nein, es kommen nicht alle Heiligen mit ihm, sondern die heiligen Engel. Die Heiligen werden ihm entgegengerückt. Sie können doch nicht beide kommen und ihm entgegengerückt werden. Also ist eine verkehrte Sicht dieses Textes. Er sagt, es sind die Engel, die mitkommen. Dann ist da eine Auferstehung, eine Verwandlung und Gottes Volk wird ihm entgegengerückt. Also das ist ein Verständnis, das nicht gegenwärtig war in den anderen Kirchen und bis zum heutigen Tag noch nicht da ist. Die Heiligen werden ihm entgegengerückt und mit ihm 1000 Jahre zu leben und zu herrschen. Wenn das erfüllt ist, beim Beginn des Tages der Ewigkeit wird Gott der Herr und alle seine Heiligen mit ihm in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem herabkommen, Satan sammelt die ganzen Scharen Gog und Magog, um die heilige Stadt, das Lager zu heiligen, der Heiligen. Es sind die gleichen Scharen, die schon vorher von ihm verführt wurden. Sie kommen auf die Breite der Erde, für 1000 Jahre wüst gewesen war, zum Kampf herauf. Und diese Interpretation wurde dann von J.N. Andrews aufgegriffen und wurde Teil der Adventlehre. Es ist eine biblische Lehre. Sie ist unumstoßbar, denn die anderen sind nicht logisch. Es ist doch nicht logisch, dass er mit seinen Heiligen alle runterkommt, die ja verstorben sind, und dass sie ihnen dann alle wieder entgegengerückt werden. Es macht keinen Sinn. Es ist das Einzige, was Sinn macht. Wir haben einen logischen Glauben. Ein anderer Aspekt des dramatischen Höhepunkts der Geschichte, der sich ebenfalls schrittweise herauskristallisierte, war die Notwendigkeit der Vorwiederkunftsgerichtes. Und in 1854 erkannte James White dies als ersten Schritt des Endgerichts. Also das ist auch Teil der Adventlehre und es ist eine biblische Ansicht. Und dann die Rolle der USA als das Tier mit den zwei Hörnern aus Offenbarung 13 wurde im Januar 1845 schon entdeckt, in Voice of Truth angedeutet, aber in 1851 identifizierte es J.N. Andrews eindeutig. Und somit war die Endzeit Botschaft der Prophetie im Adventismus kristallisiert.
Es war nicht viel anders, als was Martin Luther hatte. Aber Martin Luther konnte ja nicht 500 Jahre vorher voraussehen, wer genau die Endzeitspieler waren in Offenbarung 13. Er hat das erste Tier ganz deutlich beschrieben. Das war das Papsttum. Aber all die Reformatoren waren sich ziemlich uneinig über wer das zweite Tier sein sollte. Jetzt ist es faszinierend. Dieses zweite Tier. Was steht in der Verfassung von diesem zweiten Tier? Dieses Amerika. Trennung von was? Kirche und Staat. Was war das Problem in Europa über Jahrhunderte? Dass wenn man sich von der allgemeinen Glaubenserkenntnis der protestantischen oder katholischen Gruppen unterschied, was kam dann? Verfolgung. Und jetzt, wo die Wahrheiten, die über Jahrhunderte verfolgt wurden, in einer Gemeinschaft kristallisiert sind, meint ihr, es wäre konsequent von dem Gegner, um wieder eine Verfolgung herbeizuführen? Ja oder nein? Ist doch logisch. Ist doch logisch. Also werden zwei Gruppen sich formen und es fängt an wo? In Amerika. Es kann nicht anders, denn wo sind die beiden Gruppen denn entstanden, die die Endzeit sich konfrontieren? In Amerika. Und dann soll es sich ausbreiten nach Bibel über die ganze Welt. Denn die gleichen Lehren, die ein Stein des Anstoßes waren in Europa, sind ja noch immer ein Stein des Anstoßes und werden genau die gleiche Folgen haben in den anderen Ländern der Welt. Offenbarung 14 sagt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Das ist die Elberfelder. Der Glaube Jesu ist durch das Wort hörbar gemacht und durch Jesus Christus gezeigt. Was war der Glaube Jesus? Haben wir einen Bericht. Römer 3, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Im Englischen steht das nicht so. Im Englischen steht überall der Glaube Christi und nicht der Glaube an Christi. Eine Eigenschaft der Endzeitgemeinde ist der Glaube Christi. Die anderen Kirchengemeinschaften haben den Glauben an Christus. Sie glauben, dass Jesus Christus ihr Erlöser ist. Das ist gut. Aber die Endzeitgemeinde hat den Glauben Christi. Was hat Christus denn geglaubt? Hat Christus geglaubt, dass er und der Vater eins sind? Ja oder nein? Absolut. Hat er geglaubt, dass er der Alleinerlöser der Welt ist? Ja oder nein? Ja. Hat er geglaubt an die Sintflut? Hat er? Absolut. Er hat geglaubt an die Sintflut. Hat er geglaubt an den Schöpfungsbericht? Hat er geglaubt an, was die Patriarchen gelehrt haben? Ja oder nein? Hat er geglaubt, was die Propheten geschrieben haben? Ja oder nein? Hat er geglaubt, was Jona gepredigt hat? Hat er es zitiert? Ja. Also was ist der Glaube Jesu Christi? Alles, was in der Bibel steht. Von wo bis wo? Von Anfang bis zum Ende. Was verlieren wir am Anfang? Zugang zum Baum des Lebens. Was verspricht er in Offenbarung? Zugang zum Baum des Lebens. Was verlieren wir noch? Wir verlieren das Kleid der Gerechtigkeit. Was gewinnen wir in Offenbarung? Das Kleid der Gerechtigkeit. Und so kann man die Punkte vergleichen. Das erste ist das Buch des Verlustes und des Geschehens. Das zweite ist das Buch der Wiederherstellung. Aber hier ist ein Hammer. Satan hat seinen Platz verloren im Himmel.
Aufgrund wessen? Was hat er begehrt? Den Thron. Den Thron. Er wollte seinen Thron erheben über die Engel. Und dieser Thron gehörte Jesus Christus. Und weil er den Thron begehrte, ist was mit ihm passiert? Es gab einen Krieg im Himmel und er wurde rausgeschmissen. Was ist das Versprechen zu Laodicea? Der, der überwindet, wird mit ihm, sagt nicht auf seinem Thron sitzen, sagt in seinem Thron sitzen. Jeder kann sich auf einen Thron setzen. Ich kann auch ins Könighaus mal schnell auf dem Thron sitzen. War auf dem Thron. Nein, nein, nein. Im Thron, was heißt das? Teil der Entschlüsse. Das, was Satan begehrte, wird Gottes Gemeinde empfangen. Das ist der Hammer. Und warum kann Gott das machen mit seinem Volk, nachdem der Erlösungsplan vollendet ist? Warum kann er das machen? Weil keiner mehr existiert, der diesen Geist, dieser Geist der Sucht in sich hat, so wie Satan hat. Es wird 100% sicher sein, dass dieser Geist nicht wieder entsteht. Denn wir sind geimpft gegen dieses Übel, das Sünde genannt wird. Und das, was Satan begehrte, wird Gottes Volk empfangen. Der Glaube Jesu ist unheimlich wichtig. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu vollenden der Herrlichkeit in Gottes Furcht. Jagt den Frieden, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also was für eine Eigenschaft wird die Endzeitgemeinde auch haben? Sie wird Heiligung predigen, genau wie die Methodisten es gepredigt haben. Es ist Teil des Erlösungsplans. Wie wird das gelehrt? Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlichkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Die Bibel ganz eindeutig ruft uns zur Heiligung. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, unseren Herrn Jesus Christus. Welchen Sieg? Sieg über Sünde ist unsere hohe Berufung. Wir müssen in unserem Wirkungskreis vollkommen sein, in unserem Wirkungskreis, wie Gott in seinem Wirkungskreis vollkommen ist. Da ist ein Punkt, wo ich glaube, wo Adventisten sich nicht ganz einig sind. Sie sehen es nicht alle gleich. Und da müssen wir den Geist der Weissagung fragen, um uns zu helfen. Hier ist General Conference Bulletins. Wir müssen den Menschen näher kommen. Wir müssen unsere falschen, vorgefassten Meinungen beiseite legen. Unter jenen, die an der Spitze des Werkes stehen, gibt es zu viele Vorurteile. Leider ist die Haltung nur als allzu vorherrschend. Ich bin perfekt oder ich muss perfekt sein. Ich muss überhaupt nicht geläutert werden. Wenn Christus so wie in Malachi dargestellt käme, würde uns die Seife des Wäschers ein ganzes Stück kleiner machen. Ist das nicht goldig gesagt? Hä? Wir sollten nicht so einen großen Kopf haben. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir mit dieser Lehre der Heiligung umgehen. Ich sage nicht, dass ich perfekt bin, aber ich versuche es zu sein. Ich erwarte auch von anderen nicht, dass sie perfekt sind. Und wenn ich mich nicht zu meinen Brüdern und Schwestern gesellen könnte, die nicht perfekt sind, weiß ich nicht, was ich tun sollte.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wie soll ich mit einem reden, wenn ich denke, ich bin perfekt und alle um mir sind imperfekt? Wie soll ich mich mit ihm auf der gleichen Ebene verhalten? Wenn die Leute immer zu mir kommen und sagen, du musst perfekt sein, und dann frage ich sie, bist du schon perfekt? Und der eine hat wirklich geantwortet, ja, ich esse ja keinen Käse mehr. Okay. Habe ich eine Macke oder was ist los mit mir? Ich versuche die Sache so gut darzustellen, wie ich kann. Und ich bin dankbar, dass ich einen Geist habe, der aufbaut und nicht einen Geist, der zertritt. Ja, ich versuche es so gut zu zeigen, wie es geht. Keiner ist perfekt. Wenn einer perfekt wäre, wäre er bereits für den Himmel. Solange wir nicht perfekt sind, haben wir die Aufgabe, uns darauf vorzubereiten, perfekt zu werden. Wir haben einen mächtigen Heiland. Jetzt, wenn man das sagt, dann sagen sie, also du willst meinen, wir müssen immer noch sündigen. Nein, ich bin nicht perfekt, aber heißt das, ich muss sündigen? Das alte Beispiel, wenn du Alkoholiker bist und du hörst auf zu trinken, bist du dann nicht mehr Alkoholiker? Natürlich bist du noch Alkoholiker. Aber du brauchst nicht trinken. So ist es auch mit der Sünde. Wir brauchen nicht sündigen. Und wenn etwas in den Kopf reinkommt, weil wir sündige Neigungen haben, naja, dann frag den lieben Heiland, lieber Heiland, hol das bitte aus meinem Kopf raus, das gehört nicht dahin. Und wenn es nicht rausgeht, dann sing es raus. Wir mögen in unseren Gedanken eine unrealistische Welt schaffen oder uns eine ideale Gemeinde vorstellen, in der Satans Versuchungen uns nicht mehr zur Sünde verleiten. Aber diese Vollkommenheit gibt es nur in unserer Einbildung. Ich lese das nicht aus meinem Kopf, das kommt vom Geist der Weissagung. Das ist Review and Herald, 8. August. Die Erlösten werden einst auch einen sündlosen Körper erhalten. Aber das geschieht erst zu der Zeit, wenn Gott sie in den Himmel aufnimmt. Wann passiert das? Wenn er sie in den Himmel aufnimmt. Wohl wird Sünde in diesem Leben vergeben, oder Sündenvergebung löscht nicht automatisch die Folgen der Sünde aus. Erst bei seiner Wiederkunft wird Christus unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Das ist Adventistenlehre. Und die verschiedenen, Extreme existieren in unseren Reihen. Aber wir sollen ein Licht sein für die Menschen. Und ich habe jetzt eine Predigt gegeben in Deutschland, hier oben, wo ich sage, wie stehen wir auf der Mauer mit dem Fernglas? Was passiert in der Welt? Was sind die Zeichen? Wie sollen wir die Menschheit warnen? Was passiert jetzt mit diesem Klimawandel und den Gesetzen und Laudato Si und alle diese Dinge, die kommen? Kommt das, was die Bibel vorher gesagt hat, auf uns zu? Ist hier ein Tsunami? Oder stehe ich mit dem Rücken zur Welt und schaue mir die Kirche an? Ja, seid ihr schon alle perfekt, bitte? Ja, das ist die Wahl, die wir haben. Es ist nicht meine Aufgabe, um Heiliger Geist zu sein. Es ist nicht meine Aufgabe, um jedem genau zu zeigen, was er tun sollte, damit er das Maß erreicht, was notwendig ist. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Meine Aufgabe ist Information. Die Information wird aufgenommen durch den Verstand. Paulus sagt, wenn ich singe, dann singe ich mit meinem Verstand und mit meinem Herzen. Aber das, was in dem Verstand ist, kann ich nicht ins Herz schreiben. Das kann nur der Heilige Geist.
Keiner von uns darf Heiliger Geist spielen. Und wie sah Jesus es? Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deiner Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Nicht mehr in Sünde zu leben, ist unsere hohe Berufung in Jesus Christus. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und ich weiß, ich habe diese Geschichte schon erzählt, ich erzähle sie wieder. Ich war jetzt gerade bei einer Evangelisation, gerade vor dieser. Vor dieser. Aber alles noch, ich bin in diesem einen Monat. Und diese ältere Dame, ich kann sie nicht vergessen, ganz alt und ganz krumm, kam zu mir und fing an zu weinen. Und sie konnte kaum reden, sie hat so geweint. Und dann habe ich sie umarmt und gesagt: Was ist denn los, kann ich dir helfen? Sie sagt: Ja, sie ist verloren. Ich sage: Wieso bist du verloren? Sie sagt: Weil Gott kann ihre Gebete nicht hören. Ich sage: Warum kann er deine Gebete nicht hören? Er sagt: Weil sie zu viele Sünden in ihrem Leben begangen hat. Und ich sage: Du hast Reue über deine Sünden? Sie sagt: Ja. Sie hat ständig Reue über die Sünden, aber es sind zu viele. Gott kann sie nicht vergeben. Er hat gesagt: Du hast Reue? Sie sagt: Ja. Ich sage: Sind das echte Tränen, die da laufen? Ja. Ich sage: Wer redet denn mit dir, dass du Reue hast? Der Teufel? Hat der Reue? Der hat doch keine Reue. Ist doch nur Gott, der mit dir redet. Er sagt zu dir genau das. Und er will dich umarmen, aber du lässt dich nicht umarmen. Rat mal, was sie sagt. Ja, aber ich gähne, wenn ich bete, weil ich so müde bin. Und das ist doch unerhört, um zu gähnen, wenn man mit Gott redet. Ich sag: Na und, ich bin schon eingeschlafen, wenn ich mit Gott geredet habe. Seid ihr nicht auch schon eingeschlafen, wenn ihr mit Gott geredet habt? Ja oder nein? Was für ein Gott haben wir, wenn meine Frau mit mir redet und sie schläft dabei ein? Naja, dann soll sie gut schlafen. Vielleicht können wir morgen weiterreden. Samuel aber spricht zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen. Was war Saulus' Problem? Er hatte Reue, aber er hatte keine Reue für seine Sünde. Er hatte nur Reue für die Konsequenzen der Sünde. Und das ist der Unterschied. Und darum konnte man einen David verzeihen, aber nicht einen Saulus. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ihr werdet seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Das sind die Versprechen, die wiederhergestellt wird. Hebräer, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Feige zurückweicht. Aber was, wenn er aus Schwäche fällt? Was sagt die Bibel dann? Wir haben einen Advokat, der sich um uns kümmert. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet, und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, so dass ihr anderen Gott nachfolgt, die ihr nicht kennt, dann kommen die Flüche auf uns zu. Und die Welt, denke ich,
belebt sie augenblicklich oder erlebt sie augenblicklich. Die Welt ist in einem Zustand. Wer soll sie aufklären, wenn jemand sie nicht aufklärt? Die Bibel sagt, es wäre besser, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten oder nicht gekannt hätten, als dass sie sich umkehren von dem heiligen Gebot. Es ist wie ein Schwein, das zurückkehrt zu seinem Matsch. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckenden der Welt entflohen sind, aber wieder drin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Also die Sicht der Heiligung bei den Adventisten ist dem der Methodisten gleich. Gleiche Ansicht, gleiche Theologie, außer dass da der Sabbat noch dazukommt. Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn vielen, sage ich euch, werden hineingehen, zu gehen suchen und es nicht können. Die Theologie der Welt, einmal gerettet, immer gerettet, ist nicht wahr. Dass ich nichts tun brauche, ist auch nicht wahr. Aber ich werde nie gerettet durch meine Werke. Das ist doch biblisch. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ein volles Paket. Und da ist nur eine Glaubensgemeinschaft in der ganzen Welt, die dieses volle Paket hat. Und das sind die Siebenten-Tags-Adventisten. Darum bin ich ja Siebenten-Tags-Adventist. Habt ihr gedacht, ich bin Siebentags-Adventist, weil die Siebentags-Adventisten solche lieben Leute sind? Nein, ich bin nicht Siebentags-Adventist, weil sie solche lieben Leute sind. Ich bin Siebentags-Adventist, weil die Lehren biblisch sind, weil der Charakter Jesus Christus wiederhergestellt ist, weil es einige gibt, die das Leben in der Gemeinde schwer machen und die Last Christi kaum tragen können. Das macht nicht meine Gemeinschaft so. Das ist nicht, was sie lehrt. Wir haben es ja gelesen. Ich bin Adventist, weil das die Wahrheit ist. Die volle Wahrheit in ihrer ganzen Fülle, die durch Blut gekauft wurde über Jahrhunderte. Und ich möchte einen Aufruf machen auf meine Baptistenfreunde. Vor allem meinen Siebenten-Tags-Baptisten-Freunde. Habt ihr gewusst, dass James White gesagt hat, am Anfang, als sie anfingen, diese Botschaft weltweit zu verbreiten und erst in ihrem Land, hat er gesagt, lass erst mal die Siebenten-Tags-Baptisten, die sind so nah dran, lass sie erst mal. Sie haben nicht den Geist der Weissagung, sie haben vielleicht nicht die Heiligtumslehre in ihrer Fülle, aber den Rest haben sie, wenn sie ihn nicht aufgeben und vielleicht in die Ökumene gehen und denken, es macht nichts. Wir sind nicht alleine und wir haben nicht alleine die Weisheit gegessen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist Teil unserer Lehre. Die Auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was für ein Evangelium! Rechtfertigung durch den Glauben über die Protestantenunterzeichnung. Zusammen erklären wir, dass durch Gnade alleine, durch Christi Werke, ich errettet werde, nicht durch meine Werke, aber durch den Glauben an seine Werke. Wie kann man sowas unterschreiben? Das ist katholische Lehre. Zusammen müssen wir erklären, dass wir gerettet sind durch Glaube allein, nicht durch Gnade allein. Gnade kann ich verteilen. Ich kann gnädig sein, aber ich kann nicht durch Glauben an mich irgendjemand erlösen. Das kann nur Jesus Christus. Durch Glaube allein und nicht an die Werke, denn sie glauben ja, die Werke der Heiligen gelten auch, sondern an sein Blut. So werde ich gerettet. So werde ich Gerettung. Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und dann Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil.
Der Wille muss ausgeübt werden, um täglich dem Selbst abzusterben. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also Gehorsamkeit ist nicht sektarisch. Sabbat halten ist nicht werksgerichte Erlösung. Und wir müssen das verstehen. Wofür steht der Sabbat? Steht der Sabbat nicht für Ruhe? Ruhe? Ruhen in was? Ruhen in seinem vollendeten Werke. Ich ruhe in seinen vollendeten Werken. Sieht das aus wie Arbeit? Das ist doch nicht Werke. Also wenn ich ruhe, dann schließt es Werke aus. Wenn ich arbeite, dann ruhe ich nicht. Also diese Anklage, dass Siebentags-Adventisten eine werksgerichtete Erlösung haben, weil sie den Sabbat halten, ist Unsinn. Warum halte ich denn den Sabbat? Weil ich muss? Dann kann ich genauso gut ihn nicht halten. Ich halte den Sabbat, weil ich weiß, wer mich erschaffen hat und weil ich weiß, wer mich erlöst hat. Und weil er gesagt hat, das ist mein Zeichen, dass du es glaubst, dass ich dein Schöpfer und dein Erlöser bin. Wenn du das wirklich glaubst, wirst du ihn halten und ruhen in diesem Werk? Und die Welt sagt, nein, nein, nicht er, sondern ich hier mit meinem weißen Mantel in Rom. Ich werde dir die Erlösung geben und ich werde dir gute Satzungen geben, die auf Naturgesetz gerichtet sind und auf das Wohlsein des Menschen, damit wir alle in Harmonie hier auf Erden leben können. Nein, ich muss einen Standpunkt haben. Ich muss sagen, ich glaube, er ist mein Schöpfer. Ich glaube, er ist mein Erlöser. Und ich glaube nicht, dass deine Lehren mich erlösen können und deine Satzungen führen zum Verderben. Ich stehe bei Gott. Nein, du wirst nicht, du wirst bei mir stehen. Nein, ich werde nicht, ich werde bei Gott stehen. Mahlzeichen des Tieres und Mahlzeichen Gottes stoßen aufeinander. Wo stehen wir? Welche Wahl machen wir? Ich und mein Haus, ich bin Adventist. Und ich werde den Sabbat halten, nicht durch meine Kraft, denn ich bin zu schwach, aber in Gottes Kraft, mit seiner Güte und seiner Gnade, will ich das tun. Und ich möchte einen Aufruf auf alle Christen und alle Menschen in der ganzen Welt machen, um diese Wahrheiten zu studieren. Und wenn sie wahrhaftig sind, nimm sie an und komm raus aus ihr, mein Volk, und bekenne dich zu dieser Lehre. Und dann kommt ein Aufprallen von zwei Ideologien. Jetzt die beiden Vorträge haben wir schon aufgenommen im Studio und die heißen Babylon ist gefallen, Teil 1 und Babylon ist gefallen, Teil 2. Und darin wird erklärt, genau wer Babylon ist, biblisch, was Babylon ist, was die Lehre Babylons ist, wie diese Lehre jetzt zum Weltgesetz werden muss durch das Allgemeinwohl, und welche mit einer rapiden Aktivität jetzt am Gange gesetzt wird in der ganzen Welt und wie diese Aufprallung der Ideologien in kürzester Zeit stattfinden wird. Und ich glaube, unsere Zeit ist kurz und wir haben nicht viel Zeit, um einen Entschluss zu machen. Möge Gott euch segnen, derweil ihr über diese Dinge denkt. Danke.